Also Collatz-Funktion, einmal aufgeschrieben. Ich fange jetzt auch nicht an, von oben das Programm runterzuschreiben, sondern wir schauen jetzt einmal in die Mitte rein, an der interessanten Stelle, wo wir gesagt haben, wenn x gerade ist, dann teile x durch 2, sonst multipliziere x mit 3 und addiere 1 drauf. Ja, also wenn x gerade ist, das ist irgendwie so eine Konstruktion, da steht also falls, if, und dann steht hier in Klammern, x ist gerade. Das heißt, in so einer bedingten Anweisung schreiben wir in diese runden Klammern hinterm if eine Bedingung rein und die kann entweder wahr sein oder die kann falsch sein. Das ist immer so. Bei if steht in den runden Klammern hinterm if immer etwas, was, wenn es am Ende ausgerechnet ist, das kann also beliebig komplex auch sein, was da drin steht. Wenn das ausgerechnet ist, ist es entweder wahr oder falsch. 1 oder 0. So, was bedeutet denn x ist gerade? Wann ist eine Zahl gerade? Wie finden wir das raus? Ja? Wenn sie durch 2 teilbar ist, genau. Und wie finden wir raus, diejenigen, die es jetzt schon wissen, melden sich mal nicht, sondern wir wissen jetzt, wenn eine Zahl gerade ist, wenn sie durch 2 teilbar ist, dann ist sie gerade. Wie finden wir denn raus, alle mal nachdenken, 15 Sekunden, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist? Wann ist eine Zahl durch 2 teilbar? Ja? Ja, wenn eine reelle Zahl nicht, das ist aber, also die Idee ist richtig, wenn eine natürliche Zahl rauskommt beim Teilen. Genau, und was ist dann passiert? Also wie können wir das denn feststellen, ob eine natürliche Zahl rausgekommen ist? Ja? Genau, indem wir feststellen, wie viel der Rest ist. Wir teilen die Zahl durch 2 und gucken auf den Rest. Wenn der Rest 0 ist, ist die Zahl durch 2 teilbar. Wenn der Rest was anderes als 0 ist, dann ist sie nicht durch 2 teilbar. Das andere kann jetzt nur wieder 1 sein, wenn wir auf Teilbarkeit durch 2 prüfen. Das ist genau der Zusammenhang. Ja, wir teilen die Zahl durch 2 und gucken auf den Rest. Und dafür gibt es in Java eine Operation, Sie haben das schon gesagt, beziehungsweise es ist eigentlich eine mathematische Operation, die heißt Modulo. Und in der Sprache Java sieht das also so aus, wir haben unser x, teilen das ganzzahlig durch 2 und gucken auf den Rest. Das, was jetzt hier steht, heißt Rest von x halbe. Ja? Also wenn ich jetzt x durch 2 teile, ganzzahlig, das ist wichtig, ganzzahlige Division, das heißt, es entstehen keine Kommazahlen dabei, sondern es sind ganzzahlige Zahlen. Dann liefert genau diese Operation x Prozentzeichen 2 den Rest, der dabei entsteht. Und was muss jetzt mit diesem Rest sein? Das hatte schon jemand gesagt, oder Sie hatten es auch schon gesagt. Ja? Der muss 0 sein. Und das heißt, diesen Rest, der jetzt links steht, den vergleichen wir jetzt mit 0. Ja? Und das schreibt man dann ja auch mal so. 2 Gleichheitszeichen, 0. Was hier jetzt steht ist, wenn der Rest von x geteilt durch 2 0 ist, dann macht das, was jetzt hier hinter der geschweiften Klammer kommt. Ich mache jetzt hier davor so ein Zeichen, einen doppelten Slash, der sagt einfach, das was da steht, ist ein Kommentar. Das wird vom Compiler nicht verarbeitet, da können Sie also irgendwas reinschreiben. Über Kommentare werde ich auch noch öfter mal reden, auch in den Übungen, was man mit so einem Kommentar macht. Ja, also das, was jetzt passieren soll, schreiben wir jetzt in geschweifte Klammern dahinter bzw. darunter etwas eingerückt. Und was soll passieren? Wir wollen x durch 2 teilen und das Ergebnis wieder x zuweisen. So, und das schreibe ich jetzt hier einmal hin. X ist gleich x durch 2. So, was steht da jetzt? Da werden Sie sagen, ja, x kann doch nicht dasselbe sein wie x durch 2.
Das ist jetzt aber kein Vergleich, sondern das, was oben drüber steht, ist der Vergleich mit den beiden Gleichheitszeichen. Das ist eine sogenannte Zuweisung. Wir haben eine linke Seite vom Gleichheitszeichen und eine rechte Seite vom Gleichheitszeichen. Die linke Seite ist das Ziel. Das ist also der Name, in den das Ergebnis reingeschrieben wird. Und die rechte Seite ist irgendeine, wie auch immer geartete Anweisung. Das kann also noch wesentlich mehr Text sein, der da rechts steht. Es wird immer, bis auf wenige Ausnahmen, aber die sind für Sie jetzt nicht relevant, es wird immer zuerst die rechte Seite ausgewertet. Auswerten bedeutet, es wird berechnet, was rechts steht. Und das, was dabei rausgekommen ist, wird über das Gleichheitszeichen hinweg links in diese Speicherzelle reingeschrieben. Ja? Also das X ist ja, müssen Sie sich vorstellen, wie so eine Karteikarte, wo oben drauf steht X und da steht drauf, welche Zahl das jetzt repräsentiert. Wenn jetzt also X vor dieser Operation 42 war, teilen wir es durch 2 und weisen dann die 21 nach links zu. Das heißt, danach hat X den Wert 21. So, und da kann man jetzt hier noch so einen Kommentar dahinter schreiben. Wie halbiere X? So, und dann ist dieser sogenannte Block zu Ende. Was zwischen geschweiften Klammern steht, nennt man einen Block. Also alles, was im Zuge dieses if getan werden sollte, falls die Bedingung, die da oben in den Klammern steht, true war, also wahr war, das steht dann in so einem Block drin. Und da wir da nur eine Anweisung haben, ist da jetzt Schluss. Und dann erinnern Sie sich, dass es dann noch einen Sonst-Zweig gab, den schreibt man in Java mit else. Und dann geht wieder ein Block los. Also wenn x nicht gerade war, dann wollten wir ja x mit 3 multiplizieren und 1 addieren. Ja, das schreibt sich jetzt genauso. X ist gleich x mal 3 plus 1. Am Ende der Zeile steht ein Semikolon. Dieses Semikolon sagt nicht, dass hier die Zeile zu Ende ist, sondern das sagt, dass da die Anweisung zu Ende ist. Man könnte jetzt also weitere Anweisungen in dieselbe Zeile dahinter schreiben. Das ist aber extrem schlechter Stil. Das macht man nicht. Weil es wichtig ist, dass man nach 2 Wochen immer noch versteht, was man aufgeschrieben hat. Das werden Sie von mir auch noch oft hören, dass Wartbarkeit von Programmen ein wesentliches Qualitätskriterium ist. Das hängt damit zusammen, dass ich original eigentlich aus dem Software Engineering komme, wo man sich also mit ingenieurmäßigem Vorgehen bei der Softwareentwicklung beschäftigt. Also ein gutes Programm ist auch immer gut lesbar. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die das schon wissen, auch einzeilige Blöcke schreiben wir in geschweifte Klammern. Ja, normalerweise könnte ich jetzt weil dieser Block nur eine Zeile hat, x ist gleich x halbe oder x ist gleich x mal 3 plus 1, könnte ich die geschweiften Klammern auch weglassen. Aber das zieht einen ganzen Rattenschwanz von Problemen nach sich. Wenn Sie später mal das Programm ändern müssen, kann es nämlich passieren, dass Sie vergessen, diese geschweiften Klammern dazuzusetzen, wenn jetzt plötzlich der Block 2- oder 3-zeilig wird. Und dann vergessen Sie die geschweiften Klammern und kriegen semantischen Fehler rein, den Sie möglicherweise nicht so leicht finden. Deswegen, die Regel ist, wenn Sie einen Block schreiben, egal ob der eine oder viele Zeilen hat, immer in geschweifte Klammern. Ja, machen Sie sich das einfach zur Gewohnheit, dass Sie schreiben, if, runde Klammer auf, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und erst danach tragen Sie die Bedingungen ein und das, was in dem Block stehen soll. Ja, also einmal dieses Statement als Skelett einmal komplett aufschreiben und dann erst den Inhalt reinfüllen. So, das ist jetzt dieser Kern dieser Collatz-Funktion, das, was wir im Prinzip die ganze Zeit machen, durch 2 teilen oder vervielfachen. Dann erinnern Sie sich, haben wir danach z um 1 erhöht. Das schreibt man jetzt, das können Sie sich jetzt schon selbst überlegen, z ist gleich z plus 1. Es gibt dafür eine zweite Schreibweise, die lautet Z++.
Das hat genau dieselbe Bedeutung wie z ist gleich z plus 1. Das ist Ihnen überlassen, wie komfortabel Sie das finden, wie gut lesbar Sie das finden. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie die umständlichere Schreibweise, die mehr Schreibarbeit ist, die ist aber eben einfach besser lesbar. Also insbesondere, wenn Sie mit Programmieren anfangen, machen Sie sich das Leben leicht, indem Sie lesbare Programme schreiben. So, das ist jetzt das, was getan werden sollte. Sie erinnern sich, solange x nicht 1 war. Ja? So, und für das solange gibt es auch ein Schlüsselwort in Java. Das ist while. Und auch hier kommen wieder runde Klammern. So, jetzt habe ich einmal diesen Block schon vervollständigt. Ja, ich habe jetzt, bevor ich mir überlegt habe, wie die Bedingung formuliert werden muss, habe ich jetzt schon mal dafür gesorgt, dass der Block sauber aussieht. Dass ich also eine öffnende geschweifte Klammer habe, eine schließende geschweifte Klammer, dass ich die runden Klammern schon da habe. Jetzt muss ich nur noch die Bedingung reinschreiben. Okay, wie formuliert man x ist ungleich 1? Wer weiß das? Zufällig schon, ja? Genau, das sieht so aus. Ich mache mal richtige Einsen. Genau, also x ungleich 1. Dieses Ausrufezeichen ist gleich. Das ist ein Operator, der sagt, der heißt einfach ungleich. Ja? Das ist also das mathematische Zeichen ungleich. Ach, Verzeihung, das ist natürlich falsch. Das hier. Ja? Das heißt einfach Ausrufezeichen, Gleichheitszeichen, bedeutet ungleich. Und das heißt jetzt hier, solange x ungleich 1 ist, bleib in dieser Schleife drin. Das heißt, es wird immer an dieser Stelle, ich mache jetzt hier mal einen Stern dran, wenn diese geschweifte Klammer am Ende erreicht wird, wird der Programmablauf wieder nach oben zu dem While springen und dort erneut die Bedingung prüfen, mit dem inzwischen jetzt veränderten x. Ja, in jedem Durchlauf wird ja x mit Sicherheit verändert. Entweder halbiert oder vervielfacht. So. Und wenn diese Bedingung nicht mehr gilt, dann wird der Schleifenkörper nicht durchlaufen. Also alles, was zwischen dem While und dem Stern steht, wird dann nicht mehr ausgeführt, wenn die Bedingung nicht gilt. Sondern es geht an der Stelle weiter, wo die zwei Sterne stehen. Ja, also das Programm katapultiert sie dann, man sagt, hinter die Schleife. So, und was wollten wir dort machen? Dort wollten wir die Anzahl der Iterationen ausgeben. Und die Anzahl der Iterationen steht jetzt wo? Ja? In Z. So, und dafür gibt es jetzt in Java was, das müssen Sie jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich schreibe das einmal auf und Sie schreiben das dann immer ab. Achso, das kennen Sie schon aus dem Praktikum, oder? System.out.println. Und dann schreibe ich hier Iterationen, Doppelpunkt. Plus Z. So, was heißt das jetzt? Also vorne steht da, im Prinzip gibt das aus, was in Klammern steht. Das hatte ich ja im Praktikum schon mal erklärt, wie das funktioniert. Und dann steht da Iteration Doppelpunkt plus Z. Das bedeutet ja natürlich jetzt nicht, dass zu dem Text Iteration irgendwie versucht wird, die Zahl, die in Z drin steht, dazu zu addieren. Das geht nicht und das merkt der Compiler auch, dass es nicht geht. Der wird es also nicht versuchen. Er wird jetzt auch nicht den Buchstaben Z hinten an den Doppelpunkt anhängen. Also dass dann da sowas steht wie Iterationen oder so. Das ist auch nicht das, was passiert. Sondern er nimmt den Wert, den jetzt Z hat, ja, Z ist eine sogenannte Variable, den Wert, der da drin steht, den wandelt er jetzt in einen Text um und hängt den an den Text Iterationen Doppelpunkt dran und gibt dann diesen Text aus. Also auf der Konsole erscheint dann Iteration Doppelpunkt 42 zum Beispiel. Das ist das, was Sie im Praktikum geübt haben mit Hello World. Genau dasselbe passiert hier, nur dass dieser Plus-Operator
eben auch in der Lage ist, Zeichenketten und Zahlen miteinander zu verbinden und daraus ein Stück Text zu machen, was man dann ausgeben kann. So, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, woher kommt eigentlich das X und woher kommt eigentlich das Z? Das Z hatten wir am Anfang auf 0 gesetzt, daran erinnern Sie sich. Das machen wir hier davor. Das schreiben wir einfach, Z ist gleich 0. Und jetzt müssen wir aber dem Compiler noch sagen, was Z eigentlich ist. Z ist eine ganze Zahl. In unserem speziellen Fall ist es sogar eine natürliche Zahl. Natürliche Zahlen gibt es aber in Java nicht so spezifisch, deswegen nehmen wir eine ganze Zahl. Und ganze Zahlen heißen in Java Int, sogenannte Integer-Zahlen. Das heißt, wir sagen dem Compiler einmal, ab jetzt gibt es ein Z und das ist eine ganze Zahl. Ich erkläre das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Und direkt in der Zeile danach sagen wir dem Compiler, sorg dafür, dass Z jetzt den Wert 0 hat. So, jetzt habe ich ein bisschen zu weit oben angefangen zu schreiben, leider. Das heißt, ich muss ein bisschen kleiner schreiben. Ich hoffe, Sie können es noch lesen dann. Die zweite Sache, die wir brauchen, ist das X. Das heißt, wir haben irgendwie ein Integer X. Und dann soll das X ja von der Tastatur zum Beispiel eingegeben werden. Und dafür brauchen wir jetzt auch eine Konstruktion, die Sie so einfach mal hinnehmen müssen und die nächsten Wochen einfach abschreiben müssen, bis Sie ein bisschen später, ein bisschen mehr verstanden haben, was dahinter steckt. Dafür nimmt man etwas, das nennt sich ein Scanner. Und das schreibt man jetzt einfach einmal so auf. Diesen Scanner nenne ich Scan und dann sage ich, Scan ist gleich New Scanner und in Klammern schreibe ich dahinter System.in. Das können Sie einfach immer so abschreiben. Was heißt das? Ich erkläre es einmal. Ein Scanner ist ein sogenanntes Objekt, was in Java mitgeliefert wird und das ist in der Lage, Daten aus den verschiedensten Datenquellen entgegenzunehmen. Und in der Zeile drunter steht Scanner ist gleich New Scanner, Scan ist gleich New Scanner von System.in. Das bedeutet, wir binden jetzt die sogenannte Systemeingabe, und das ist die Tastatur, die binden wir jetzt an unseren Scanner an und sagen, alles was über die Tastatur reinkommt, soll bei diesem Scanner landen. Und im Hintergrund findet irgendwelche schwarze Magie statt, mit der Java dafür sorgt, dass das auch tatsächlich passiert. Wie das passiert, müssen wir gar nicht wissen, sondern diese zwei Zeilen sorgen einfach dafür, dass wir ab jetzt alles, was an der Tastatur eingegeben wird, in unseren Scanner reinbekommen. Und dann müssen wir aus dem Scanner natürlich unser X noch auslesen. Und das geht so, da machen wir auch wieder so eine Zuweisung. Den sprechen wir jetzt mit Namen an. Und sagen, gib mir mal die nächste Integerzahl. Also x ist gleich scan.nextInt. Und dieses nextInt ist eine sogenannte Methode, die zu diesem Scanner dazugehört. Und wenn wir diese Methode aufrufen, also wenn wir dieser Methode mitteilen, ich will jetzt was von dir wissen, dann liefert sie einfach die aktuelle ganze Zahl, die über die Tastatur eingegeben wurde. Das ist so das, was da jetzt dahinter steckt. So, und jetzt fehlt mir leider so ein bisschen der Platz nach oben. Das Ganze, was jetzt hier steht, muss noch in eine Methode eingepackt werden. Die muss es immer geben. Das ist auch einfach Syntax, die ich jetzt einmal aufschreibe. Und die müssen Sie jetzt auch erstmal so hinnehmen. Da schreibe ich public static void main string
Array Args, Klammer auf, da beginnt der Block und hier unten endet der Block. Sie sehen schon, ich mache immer so Einrückungen. Das dient auch wieder der Lesbarkeit und der Verständlichkeit des Programms. Ein Block sollte immer eingerückt sein. Also das, was zwischen den geschweiften Klammern steht, rückt man immer einen Tabulator oder zwei Leerzeichen oder vier Leerzeichen ein. Einfach damit man das Programm leichter lesen kann und besser erfassen kann. Sie können das ganze Programm natürlich auch in eine Zeile schreiben, nur Sie können es dann nicht mehr lesen. Ja? So, was heißt das jetzt, was ich da oben hingeschrieben habe? Sie müssen es nicht wissen, Sie müssen es nur hinnehmen, dass das einfach so eine Konstruktion ist, die Sie immer drum rumpappen müssen. Das haben Sie im Praktikum auch schon gesehen. Das Public heißt, diese Methode ist öffentlich. Also es, oder wir fangen anders an. Wir haben jetzt gesagt, es folgt jetzt eine Methode, die heißt Main. In der Methode fasst man so Anweisungen, die zusammengehören, zusammen. Das Public ganz vorne sagt, diese Methode ist öffentlich. Also jeder, der unsere Klasse in die Finger kriegt, kann diese Methode ausführen. Das Static sagt, dass eine Methode ist, die an die Klasse gebunden ist und nicht an ein Objekt. Das heißt, die gibt es nur einmal. Das Void sagt, die Methode liefert nichts zurück. Das ist jetzt ein bisschen wichtig, das wird später vor allem wichtig. Zurückliefern bedeutet etwas, was intern im Programm stattfindet, wo Methoden miteinander kommunizieren. Das müssen Sie jetzt noch nicht verstehen. Wichtig ist nur, dass wenn Sie sowas aufschreiben wie systemout.println da unten, in der letzten Zeile, das ist eine Ausgabe, das hat mit Zurückliefern nichts zu tun. Wenn also mal irgendwo in der Übungsaufgabe oder in der Klausuraufgabe steht, die Methode liefert zurück, dann ist systemout.println falsch. Ich sage das, weil das ein Fehler ist, den ich oft sehe. Ja? Also zurückliefern und ausgeben sind zwei verschiedene Dinge. Und mit dem Void sagen wir, die Methode liefert nichts zurück. So, und jetzt müssen wir da außenrum noch ein bisschen mehr syntaktischen Zucker packen. Wir müssen nämlich das Ganze noch in eine Klasse einpacken. Und die heißt Public Class. Und die nenne ich jetzt einfach mal Collards mit großem C. Und das ist auch wieder ein Block. So, das heißt jetzt einfach, das ist eine öffentliche Klasse und die heißt Collards. So, jetzt fehlt hier noch etwas. Ich streiche das jetzt mal einfach weg. Hier oben. Darüber muss noch eine Zeile stehen, weil dieser Scanner, den wir da verwenden, der gehört nicht zu dem immer verfügbaren Java-Sprachumfang, sondern der wird mit der Java-Bibliothek mitgeliefert. Also der ist auf jeden Fall auf Ihrem System verfügbar, Sie müssen sich das nicht extra runterladen, aber Sie müssen sagen, dass Sie diesen Teil der Bibliothek verwenden wollen und der liegt im sogenannten Util-Paket und deswegen muss da drüber jetzt noch stehen, ja, super, Import java.util.scanner. Das Import steht von über dem Public drüber. Ich habe da jetzt bloß keinen Platz mehr. Ja. Ansonsten, wenn Sie können es ja mal ausprobieren, wenn Sie nur so Scanner reinschreiben, wird der Compiler Ihnen irgendwie sowas sagen wie, er kann den Namen Scanner nicht auflösen. Cannot resolve Scanner oder unknown type oder irgend sowas. Ja. So, und das ist jetzt einmal das Programm Collards, diese Funktion überführt in Java. Wir haben jetzt hier gesehen, dass wir alle unsere Programme in so eine Klasse einpacken müssen. Die Klasse sollte irgendwie einen entsprechenden Namen haben und mit einem Großbuchstaben anfangen. Bei uns heißt die Collards. Und jedes Programm muss eine Methode enthalten, die Main heißt. Main ist nämlich der Name, den die Laufzeitumgebung von Java kennt und weiß, wenn ich ein Programm ausführen soll, muss ich an der Main-Methode anfangen. Und das ist genau die Stelle, die wir dort in der dritten Zeile festgelegt haben. So. Und der Name für die Datei, den können wir uns jetzt nicht mehr frei aussuchen, sondern der lautet jetzt Collards
Java. Wenn Sie Eclipse benutzen zum Entwickeln und Ihre Klassen über File New Class anlegen, dann wird all das automatisch erstellt. Wenn Sie in dem Dialog den Namen der Klasse angeben, dann werden die Zeilen Public Class Collats und Public Static Void Main und die schließenden Semikolon schon angelegt. Und die Klasse trägt auch den richtigen Namen, die heißt dann Collats.java. Die Main-Methode wird nur erzeugt, wenn Sie in dem Dialog den entsprechenden Haken setzen. Das habe ich Ihnen aber auch im Praktikum schon mal gesagt. So, das ist jetzt so ein Java-Programm von der Struktur her für die Collats-Funktion. Wenn Sie das eintipseln, dann passiert genau das, was in der Übungsaufgabe letztendlich bei rauskommen sollte. So, Ihre Übungsaufgabe war aber nicht, dieses Programm zu schreiben. Okay, jetzt haben wir so ein paar Konstrukte schon gesehen. Wir haben gesehen, es gibt sowas wie Variable. Ja, wir hatten die Variablen x, z und scan. Scan ist auch eine Variable. Eine Variable hat immer einen sogenannten Typ. Das heißt, wir müssen dem Compiler einmal sagen, wir wollen jetzt uns einen Speicherplatz reservieren, der soll einen Namen tragen und der soll bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel soll er natürlich ganze Zahlen enthalten können oder er soll gebrochen rationale Zahlen enthalten können oder er soll Zeichenketten enthalten können oder er soll Datenobjekte vom Typ Student enthalten können. Ja, das ist der Datentyp. Wir müssen also zu jeder Variable, die wir uns vereinbaren wollen, immer einen Typ mit zu angeben. Und das machen wir so, indem wir vorne den Typ hinschreiben. Int ist der Typ für die ganzen Zahlen. Die Typen schreibe ich Ihnen gleich nochmal auf, die eingebauten. Und dann geben wir den Namen dahinter ein und dahinter schreiben wir ein Semikolon und sagen, jetzt ist die Anweisung zu Ende. Man kann sich das vorstellen eben wie so eine Schachtel. Die steht im großen Regal. Das Regal ist der Speicher des Computers. Und vorne steht drauf, das Ding heißt X. Und an der Seite steht drauf, das ist vom Typ Int. Damit ist klar, wie viel Platz die Schachtel im Regal einnimmt, also wie groß die ist. Und in der Schachtel drin liegt dann der aktuelle Wert dieser Variable, beispielsweise 42. Wer weiß, warum ich immer 42 verwende? Genau, das ist die Antwort auf die Frage, die keiner mehr kennt. Wer Douglas Adams nicht gelesen haben sollte, das ist eine echte Bildungslücke für Informatiker. Also absoluter Nachholbedarf. Wenn in der Vorlesung oder in der Übung mal 42 nicht vorkommen sollte, stimmt irgendwas nicht. Gut, tatsächlich wird jetzt da nicht eine 42 drin abgelegt, sondern etwas, was im sogenannten Zweierkomplement abgespeichert ist. Das, was das Zweierkomplement ist, das sind binäre Zahlen, ja, es ist ja alles 0 oder 1, warm oder kalt, kein Strom oder Strom, wenig Strom oder viel Strom. Also irgendeine physikalische Repräsentation von Ja oder Nein. Das heißt, der Computer verarbeitet binäre Zahlen. Üblicherweise ist ein Transistor geladen oder er ist nicht geladen. Und diese binären Zahlen sind natürlich für uns jetzt eklig zu lesen. Das heißt, es gibt da eine Entsprechung, die nennt sich das Zweierkomplement. Wie gesagt, das erfahren Sie von Professor Grebler. Und für uns die Repräsentation ist dann eben diese 42, weil wir im Dezimalsystem uns das vorstellen können. So, was gibt es noch für Variablen? Man könnte jetzt zum Beispiel auch eine Variable so aufschreiben. Ich bin eine Variable. Also der Name einer Variable kann auch sehr lang sein, er kann Unterstriche enthalten und er kann Ziffern enthalten. Er darf aber keine führenden Ziffern enthalten. Das ist wichtig, muss immer mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich losgehen.
Und es gibt so eine Konvention, die besagt, Variablennamen sollen immer mit einem Kleinbuchstaben anfangen. Das dient auch wieder der Lesbarkeit und Wartbarkeit von Programmen. Mit Großbuchstaben fangen nämlich Klassennamen an. Auch wieder Konvention. Wird vom Compiler nicht erzwungen, empfiehlt sich aber. So, die allgemeine Form ist also für eine sogenannte Variablendeklaration. Wir schreiben einmal den Typ auf, dann kommt ein Leerzeichen, und dann kommt der Name, und dann kommt ein Semikolon. Diesen komischen Kringel, den ich da zwischen Typ und Name gemacht habe, das ist so ein übliches Zeichen, mit dem man ein Leerzeichen darstellt. Ja? Also damit sagt man einfach, hier ist ein Leerzeichen. Das ist nichts, was es jetzt auf der Tastatur oder so gibt, sondern manchmal ist es notwendig, ein Leerzeichen explizit darzustellen, und dann nimmt man diesen Haken dann. Das ist so ein kleines halbes Rechteck. Gut, also das sind Variablen-Deklarationen. Wenn wir irgendwo Daten speichern und verändern wollen, nehmen wir eine Variable und die deklarieren wir auf diese Weise. Dann gibt es Datentypen. Das haben wir jetzt schon gesehen. Ja? Es gibt zwei verschiedene Arten von Datentypen. Es gibt sogenannte primitive Typen in Java und es gibt Objekttypen. Wir setzen uns am Anfang jetzt erstmal nur, bis auf wenige Ausnahmen, mit den primitiven Typen auseinander. Die Objekttypen, beispielsweise Scanner ist so einer, lernen wir so um die Weihnachtszeit rum dann kennen. Und ich schreibe jetzt mal die eingebauten primitiven Typen auf. Das ist einmal Boolean. Das ist Byte, Short, Int, Long, Float, Double, Char. Und jetzt kommt noch so ein nicht ganz astreiner String. Der ist aber so wichtig, dass wir den hier mit aufführen. So, was bedeutet das jetzt? Was eine boolsche Zahl ist, sollten Sie alle aus der Schule wissen. Also ein Wahrheitswert. Ja oder nein, true oder false. True und false sind auch Schlüsselworte in Java. Also true ist wahr und false ist falsch. Also alles, was in so einer Bedingung ausgewertet wird, ist am Ende entweder true oder ist false. Und das sind auch zwei Schlüsselworte. Sie können sich das auch vorstellen, 1 und 0, wahr und falsch, heiß und kalt. Sowas hat. Für ein Boolean brauchen wir 8 Bit, um es abzuspeichern. Wie gesagt, auf die Details wird der Professor Greveler dann auch nochmal in Grundlagen der Informatik eingehen. Ein Byte ist eine ganze Zahl im Bereich von minus 128 bis plus 127, 8 Bit. Diese Dinge müssen Sie nicht wiedergeben können. Also Sie müssen nicht wissen, wie der Zahlenbereich von Byte ist oder irgend sowas. Das interessiert mich nicht. Sie sollen jetzt nur verstehen, welche Typen es gibt und wozu sie da sind. Short ist eine Zahl, die hat eine Ganzzahl, die hat 16 Bit, geht dementsprechend von minus 2 hoch 15 bis 2 hoch 15 minus 1. Int ist eine Ganzzahl, die hat 32 Bit, geht also irgendwo in den Bereich von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden, also minus 2 hoch 31 bis plus 2 hoch 31 minus 1. Long ist eine Ganzzahl, die hat 64 Bit, also 8 Byte braucht man da schon, um das abzuspeichern. Und das waren jetzt die ganzen Zahlen. Float ist eine gebrochen rationale Zahl, also ein Bruch, ja, eine Kommazahl, um es mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Die hat 32 Bit und Double ist eine Kommazahl, die hat 64 Bit. Zu den Details der Datentypen werde ich nächste Woche nochmal was erzählen. Jetzt gebe ich nur einen kurzen Überblick. Char ist ein sogenanntes Character, ein Zeichen, also beispielsweise ein kleines X oder ein großes Y. Die hat 16 Bit. Wir können also 65.000 Zeichen
2 auf 16 in Java darstellen. Und String ist eine sogenannte Zeichenkette, die hat eine beliebige Länge. Alle außer String sind sogenannte primitive Datentypen. Von denen können keine Objekte gebildet werden. Was das ist, werden Sie später verstehen. String ist kein primitiver Datentyp, sondern eine Zeichenkette, wie eben beispielsweise Hallo Welt oder Hello World. Die ist aber so wichtig, dass wir die jetzt schon benötigen. Das Schöne an einem String ist, man muss eine Zeichenkette nicht anlegen, wie man alle anderen Objekte anlegen muss. Wir haben ja gerade gesehen, dass man diesen Scanner mit diesem Schlüsselwort new anlegen muss. Das muss man beim String nicht. Der String wird so verwendet, wie ich das hier oben hingeschrieben habe, bei der allgemeinen Vereinbarung. Und da muss man weiter nichts tun, sondern der ist dann da. So, wir werden im Wesentlichen verwenden Boolean, Int, vielleicht ab und zu mal Long, Double, gelegentlich mal Character und String. So, Byte und Short sind so Datentypen, die man eigentlich nur braucht, wenn man mit begrenztem Speicherplatz zu tun hat. Wenn man sowas verwendet, hat man aber einen ganzen Rattenschwanz von möglichen Problemen, die das nach sich zieht. Wenn man beispielsweise im Jahr 2015 eine Software konzipiert und sagt, okay, der Wert kann nie größer werden als 30.000, da reicht es, wenn ich einen Short benutze. Und im Jahr 2024 verändern sich aber die Anforderungen an die Software und plötzlich können auch Werte bis 3 Millionen in diese Variablen auftauchen. Zum Beispiel wegen der Inflation oder weiß der Kuckuck warum. Dann hat man sich ohne Not ein Wartungsproblem in seine Software reingeholt, weil man Short verwendet hat. Also das macht wirklich nur dann Sinn, wenn man echt harte Speicherplatzanforderungen hat und die hat man heutzutage praktisch nie. Hardware kostet im Prinzip nichts mehr im Vergleich zu Entwicklerstunden. Ja, also ein Softwareprojekt, was sagen wir mal in der Größenordnung von 2-3 Millionen Euro kostet, wenn man einen angenommenen Preis für einen Entwicklertag so irgendwo in der Größenordnung von 600 bis 800 Euro ansetzt, da können Sie sich ausrechnen, wie viel Entwicklertage oder wie wenig Entwicklertage man braucht, um den RAM in einem Server zu verdoppeln. Ja, also Hardware ist einfach kein Preisfaktor mehr. Und deswegen ist es bis auf exzessive Ausnahmen nicht notwendig, mit Speicherplatz zu sparen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die werden wir auch in der Veranstaltung sehen. So, dann haben wir die Zuweisungen. Ich hatte es ja schon mal kurz erklärt. Sowas wie x ist gleich 42 oder x ist gleich n mal 4. Sowas in der Art. Ja? Die rechte Seite wird ausgewertet und dann wird das Ergebnis, der Wert, der dabei entstanden ist, auf die linke Seite zugewiesen und ist dann unter diesem Namen bekannt. Die allgemeine Form ist, wir haben einen Namen, nämlich einen Variablennamen, ein ist gleich und einen Ausdruck. Das muss kein arithmetischer Ausdruck sein. In unseren Beispielen, die wir jetzt so in den ersten Wochen haben, sind das sehr, sehr oft jedoch arithmetische Ausdrücke. Also irgendwas Berechenbares. Und dieser Ausdruck kann beliebig komplex sein. Der wird also einfach so lange wird auf der rechten Seite gerechnet, bis was rausgekommen ist, was links zugewiesen werden kann. Also in der Regel ist es bei uns eine Zahl oder eine Zeichenkette. So, jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen im Detail an. Nehmen wir mal an, wir haben so einen Ausdruck wie diesen hier. Sagen wir mal, y ist gleich mal z minus 4, ja, danke, plus 3. So, wie wird jetzt dieser Ausdruck ausgewertet? Na, der wird genauso ausgewertet, wie Sie aus dem Mathematikunterricht kennen. Von links nach rechts und von innen nach außen. Ja, also das plus 3 hinten, das passiert zuletzt.
Und zuerst wird x plus 3 ausgewertet, dann wird z minus 4 ausgewertet und erst jetzt stehen die beiden Operatoren für das Mal zur Verfügung. Erst jetzt haben wir die da. Also das ist das dritte, was passiert. Das ist das vierte. Und als fünftes wandert das Ergebnis dann ins Y rein. So wird ein Ausdruck ausgewertet. Dann hatten wir jetzt in dem Beispiel Kollatz gesehen, dass es sogenannte Vergleichsoperatoren gibt. Also, dass man Zahlen miteinander vergleichen muss. Wir müssen gucken, ob der Rest von der Division, den wir ausgerechnet haben, ob der 0 ist oder nicht. Ja? Und da gibt es jetzt die Operatoren, die Sie kennen. Die werden nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Wir können also für zwei Werte gucken, ist der eine kleiner als der andere. Wir können gucken, ist er kleiner gleich. Ist er gleich? Das sind zwei Gleichheitszeichen, das ist wichtig. Ist er größer gleich? Ist er größer oder ist er ungleich? Zwischen dem Ausrufezeichen und dem Gleichheitszeichen ist jetzt kein Leerzeichen dazwischen. Ja, das ist eine Folge von zwei Zeichen. Wir haben also immer einen Operand, einen Vergleichsoperator und einen zweiten Operanden. Und dieser Vergleich wird ausgewertet zu einem Ergebnis welchen Typs? Also zum Beispiel a kleiner 42. Was ist der Typ dieses Vergleichs? Ja? Genau, da kommt jetzt ein Boolean raus. Ja, da kommt jetzt entweder raus true oder false. A ist entweder kleiner als 42 oder es ist nicht kleiner. Das heißt, wir können jetzt die Ergebnisse, die so eine Vergleichsoperatoren rauswerfen, das sind erstmal arithmetische Operatoren, die kennen Sie ja, ja aus dem Mathematikunterricht. Aber das Ergebnis so eines Vergleichs ist eben Boolean und die können wir mit sogenannten logischen Operatoren verknüpfen. Das kennen Sie auch wahrscheinlich, Mathematik irgendwie. Bei mir war es 6. Klasse, wird es bei Ihnen so 8. oder 9. gewesen sein. Boolsche Ausdrücke, also Wahrheitswerte, Wahrheitstabellen. Wer da jetzt sagt, oh, weiß ich nicht genau, nochmal altes Mathematikbuch nochmal raussuchen, nochmal nachblättern, was eine Wahrheitstabelle ist. Ja? Da gibt es, und, das schreiben wir so auf, dann gibt es oder, das sind einfach zwei senkrechte Striche. Und dann gibt es not, das ist ein Ausrufezeichen. Es gibt noch ein paar mehr, es gibt zum Beispiel noch exklusives oder, das ist so ein Dach, da will ich jetzt aber im Detail nicht drauf eingehen. Das benötigt man nicht so oft einfach. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, was so die Ergebnisse sein können. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Variablen, die vom Typ Boolean sind. Das müssen jetzt keine Variablen sein, sondern das können auch so Ausdrücke sein, wie zum Beispiel x modulo 2 gleich 0. Ja? Könnte jetzt unser a sein. So, und wie viele Kombinationen gibt es jetzt bei zwei boolschen Variablen? Das sind 4. Und dann schauen wir mal, was jetzt bei A und B, was bei A oder B und was bei nicht A rauskommt. So, wir haben zwei boolsche Variablen, A und B. Wir sind in der ersten Zeile. A hat den Wert false. B hat auch den Wert false. Ich stelle das jetzt immer mit einer 0 und einer 1 dar, weil ich zu faul bin, true und false zu schreiben. Wenn ich etwas, was falsch ist, mit etwas anderem, was falsch ist, unverknüpfe, was kommt dann immer raus? Ja? Was falsch ist, genau. Ja? Also false und false ist false. Wenn A false ist und B ist true,
dann ist das. Und wir fragen, sind beide, ja, auch false, ja? Also wir, die Frage ist ja, ist A true und ist B true? Implizit steckt immer dahinter, ist das true, was da links und rechts steht. Und die Verknüpfung dazwischen sagt nur, reicht es mir, wenn es eins ist, oder will ich alle haben? So, wenn jetzt A true ist und B ist false, ja, dann ist sofort einsichtig, dass das ja auch false ist. Und wenn A true ist und B ist true, dann ist es insgesamt auch true. Man kann sich das jetzt vorstellen, dass man zum Beispiel für eine Berechnung vorher sicherstellen will, dass zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel, dass der Student oder die Studentin eine Matrikelnummer hat und in Deutschland gemeldet ist. Ja, das hat jetzt gar nichts mit Zahlen oder sowas zu tun, aber das wären jetzt einfach zwei Bedingungen, die gelten müssen, bevor ich eine bestimmte Operation starten kann, weil ich dann, also weil es vielleicht einen Unterschied gibt, wie internationale oder nationale Studenten behandelt werden. Ja? Das ist einfach das. Ich will sicherstellen, dass alle Bedingungen, die für mich wichtig sind, gelten. Wenn sie nicht gelten, wird der entsprechende Block dann eben nicht betreten. Ja? Solche Verknüpfungen, die können in der If-Bedingung drinstehen, die können aber auch beim While und so drinstehen. Aber über Schleifen reden wir übernächste Woche. So, A oder B. Wie sieht das aus? Ich will sozusagen jetzt wissen, ist A 1 oder ist B 1? Beziehungsweise true. Ist im ersten Fall nicht gegeben. Ne? Also 0 oder 0 ist einfach mal 0. So, im zweiten Fall, A ist false, aber B ist true. Also ja, eins der beiden, A oder B, ist eben true. Also ist es true. Und so geht das jetzt weiter. Ja? Die sind also alle jetzt true. Das ist jetzt die Frage, ist wenigstens eine der Bedingungen erfüllt? So, und bei Nicht-A, das ist ein sogenannter unärer Operator, der hat nur einen Operanden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was dahinter steht. Also für ein False gibt es ein True und für ein True gibt es ein False. Das sind die logischen Operatoren. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen im Zusammenhang mit sogenannten bedingten Anweisungen. Das hatten wir schon gesehen mit dem If. Ich blätter gleich um. Okay, was können wir da so schreiben? Also wir stellen zum Beispiel die Frage, falls x kleiner ist als 0, dann rechne x ist gleich minus x. Ja, also wir überprüfen für irgendeinen Wert, ist der kleiner als 0, also ist es eine negative Zahl. Und dann machen wir hier so eine seltsame Zuweisung. Was passiert dann? Ja? Wird der Wert automatisch positiv? Genau. Wir benutzen dann sozusagen den positiven Wert dieser Zahl. Sie sehen jetzt auch, dass ich jetzt hier einfach so einen Quellcode-Ausschnitt aufschreibe. Da fehlt jetzt dieses int x und x ist gleich irgendwas. Das passiert jetzt ganz oft. Also ich schreibe hier keine vollständigen Programme auf, sondern nur so Ausschnitte, wo ein bestimmter relevanter Teil der Fragestellung, über die wir gerade reden, halt dargestellt ist. Ja, es ist jetzt für uns vollkommen unerheblich, woher das x kommt und welchen Wert das hat. Wir wollen jetzt nur über dieses if, über diesen bedingten Ausdruck reden. Deswegen schenke ich mir diese ganzen Vereinbarungen, die da vorstehen. Genau, und dann multiplizieren wir einfach x mit minus 1, das ist das, was da hinten steht, das kann man einfach mit minus x formulieren und weisen das nach links zu. Das heißt, falls x
negativ ist, nimmt es danach den positiven Wert an. Also wenn x minus 42 war, hat es danach den Wert 42. Jetzt fällt hier auf, hier gibt es kein else-Teil. Es muss kein else-Teil geben. Ja, es gibt also auch Programmabläufe, wo man nur für einen der beiden Fälle etwas tun muss und für den anderen Fall nicht. Und dann lässt man es eben, wird es einfach übersprungen und man lässt es weg. So, eine zweite Variante ist, if x kleiner 0, dann mache ich y ist gleich minus x, halt so. Und ansonsten mache ich y ist gleich x. Hier gibt es jetzt ein else-Teil. Was passiert jetzt hier? Was drücken wir denn damit aus? Gibt es ein deutsches Wort für? Ja? Ja, andernfalls mit dem else, genau. Aber ich meine mit dem Gesamtzusammenhang, den ich jetzt hier darstelle. Was ist das? Was wird da gemacht? Was liegt hinter n y? Ja? Der absolute Betrag von x, genau. Das ist das, was da jetzt passiert. Ja, also wir prüfen, ist x negativ? Wenn es negativ ist, weisen wir den entsprechenden positiven Wert ans y zu. Positiv machen wir was. Oder wir ändern das Vorzeichen, indem wir ein Minus davor schreiben. Und ansonsten weisen wir einfach den positiven Fall zu. Okay, jetzt wollen wir mal einmal ein bisschen etwas komplexeres Beispiel uns anschauen. Wir wollen jetzt Monate in Jahreszeiten umrechnen. Wir nehmen an, wir haben eine Variable m, in der steht eine Zahl drin für einen Monat. Welche Monate können wir haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und unser Programm soll in Abhängigkeit davon, welchen Wert diese Variable m enthält, die Jahreszeit ausgeben. Und ich lege jetzt einfach mal fest, von 3 bis 5 ist Frühling, von 6 bis 8 ist Sommer, von 9 bis 11 ist Herbst, und von 12 bis 2 ist Winter. So, dieses M kommt irgendwie, ist eine Integerzahl und kommt irgendwie aus so einem Scanner raus. Haben wir also irgendwie von der Tastatur eingelesen. Und jetzt wollen wir feststellen, was wir jetzt ausgeben müssen. Wir haben also einen Wert, der steht im M drin und müssen jetzt sagen, okay, was geben wir aus? Und ich sage jetzt mal, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Frühling. Also wir nehmen jetzt mal an, ich mache jetzt hier so eine Einrückung, die soll so nicht sein, das ist jetzt nur deswegen, weil ich das Int nachträglich hingeschrieben habe. Normalerweise soll das nicht eingerückt sein, sondern das Int soll über dem If stehen. Das kann ich jetzt noch nicht ändern. So, also für Frühling, was muss denn da gelten? Damit wir ausgeben können, Frühling. Ja? Genau. Das kann man jetzt leider nicht so aufschreiben. Man kann jetzt leider nicht aufschreiben, if x gleich 3,4,5 oder sowas. Das geht im Jahr aber leider nicht. Deswegen müssen wir das jetzt mit Vergleichsoperatoren machen. Ja? Aber die Idee ist natürlich richtig. Ja? Genau. Also x größer 2 oder kleiner 6. Ich würde da jetzt noch eine Verbesserung vorschlagen. Ich begründe das auch gleich, warum. Ich würde nämlich schreiben, m größer gleich 3 und m kleiner gleich 5.
Warum habe ich jetzt nicht gesagt m größer 6 und m kleiner, nee, m größer 2 und m kleiner 6? Ganz einfach. Jetzt stehen die Werte, die in unserer Anforderungsspezifikation drinstehen, im Quellcode. Ja, wir haben ja also sowas, irgendein Stück Text, wo die Aufgabe drinsteht. Später werden das 100-seitige Anforderungsspezifikationen sein, wenn Sie mal richtig arbeiten. Und dann ist es sinnvoll, wenn im Quellcode dieselben Werte auftauchen, wie die, die in der Aufgabe stehen. Ansonsten muss man erst wieder drüber nachdenken, warum steht da jetzt eine 2? So ist klar, mit der 3 ist der März gemeint. Ja? Das ist aber nur so eine Geschichte. Am Rande mit 2 und 6 wäre es genauso richtig gewesen. So, und was machen wir dann? Ja, dann machen wir system.out.println Frühling. So, nächster Fall, else. Ja, jetzt machen wir weiter mit dem Sommer. Was muss ich da jetzt aufschreiben? Ach nee, das schreiben wir anders, das schreiben wir so. Else if schreibe ich jetzt hier. Das kann man direkt so schreiben. Ja. Else, Leerzeichen, if, schreibt man direkt so. Man könnte aber auch einen Block machen, das if darin einschachteln. Wird dann aber schlecht lesbar. Ja, wer möchte? Ja? Genau. M größer gleich 6 und M kleiner gleich 8. Dann machen wir system.out.println Sommer. So, für den Herbst ist es jetzt kanonisch. Das schreibe ich jetzt einfach mal runter. 9 und 11. So, und jetzt kommt der Winter. Was schreiben wir jetzt? Ja? Gleich 12. Na, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt eigentlich? 12, 1 und 2. Ja, und es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit? Ja? Also wir könnten jetzt ja einfach hinschreiben, theoretisch, else System outprinteln Winter. Ja? Aber Sie ahnen das schon, Sie ahnen es auch, ja? Wenn man dann 13 eingibt, dann wird er auch sagen, das ist Winter aus System. Genau, wenn irgendein Depp eine falsche Monatsnummer eingibt, wollen wir das üblicherweise feststellen können. Das heißt, wir machen jetzt hier tatsächlich auch nochmal eine Bereichsprüfung. So, und wie prüfen wir das jetzt? Ja? Fast richtig? Oder. Ja, muss ja Dezember oder Januar oder Februar sein. Genau. Das machen wir jetzt einfach mal so. Also m gleich 12 oder m gleich 1 oder m gleich 2. Dann ist Winter. So, und jetzt kann man halt noch hinschreiben, else system out. Ich kürze jetzt mal ab. So. Okay. Ja? Ich habe eine Frage, wer ist vor ein Schwester, wenn man direkt nach dem Scan nachguckt, ob die Zahl in den von 1 bis 12 ist? Also auf das kommt darauf an, wie viele Fehler man erwartet. Wenn man jetzt eine Datenquelle hat, die sicher eine Zahl zwischen 1 und 12 liefert, dann macht man es nicht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man nur in 1% der Fälle oder in 3% oder in x% der Fälle
eine korrekte Eingabe kriegt, dann macht man das. Ja? Das hängt von der Umgebung ab. Aber der Einwand ist natürlich berechtigt. So, jetzt sehen Sie aber, dass es ja nicht besonders gut lesbar ist und auch nicht allzu verständlich, oder? Also was heißt verständlich? Wenn man es sich durchliest, dann versteht man es natürlich, aber das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen beglückt uns Java mit einer Konstruktion, wo man eine sogenannte Fallunterscheidung von nicht nur zwei Fällen macht, denn das ist das, was wir hier tun. Mit diesem if-else vergleichen wir im Prinzip immer zwei Fälle miteinander. Und dieses if, was ich direkt mit dem Leerzeichen hinter das else schreibe, ist eigentlich ein Block, bei dem ich hinter dem else die geschweiften Klammern weglasse. Ich hatte ja vorhin gesagt, einzeilige Blöcke sollen auch immer geschweifte Klammern geschrieben werden. Das ist jetzt die einzige Ausnahme, die ich persönlich für akzeptabel halte. Ja, denn tatsächlich sind das ja, was jetzt hier dahinter steckt, ist ja tatsächlich sowas. Wir haben ein else. Und da drin steckt dann das nächste if. Und dann kommt darunter wieder ein else. Und da drin steckt das nächste if. Und dann kommt da ein else. Und darin steckt das nächste if. Und dann gehen hier irgendwie die Klammern wieder zu. Ja? Also jetzt nur so vom Schema her. Und das liest sich dann überhaupt gar nicht mehr gut. Und deswegen kann man else if schreiben. Das ist aber jetzt so die einzige Ausnahme, die ich von dieser Regel, immer geschweifte Klammern zu verwenden, so für akzeptabel halte. Okay. Und jetzt gibt es aber eben eine Möglichkeit in Java, dass man mehr als einen Fall unterscheidet. Ja, wir hatten ja jetzt im Prinzip 12 Fälle. Und das macht man mit einer sogenannten Switch-Case-Anweisung. Das heißt, man schaltet entsprechend eines Wertes auf einen bestimmten Block weiter. Ja, bisher haben wir immer gesagt, wenn diese Bedingung gilt, geh in den ersten Block, sonst geh in den else Block. Und was wir mit Switch Case machen können ist, teste den Wert, den ich dir jetzt gebe und vergleiche den mit allen Fällen, die da unten drunter stehen und spring in den richtigen Fall rein. So. Wollen wir uns jetzt einmal anschauen, auch wieder für dieses Jahreszeitenbeispiel. Also wir haben wieder einen Monat, der kommt wieder aus unserem Scanner. Und dann will ich es mir jetzt mal ein bisschen leichter machen und Ihnen auch mal die Verwendung von String zeigen. Wir wollen jetzt unsere Jahreszeit, die wir ermitteln, nicht direkt ausgeben, sondern erstmal zwischenspeichern und später ausgeben. Deswegen legen wir uns noch einen String an, der heißt Jahreszeit. Und jetzt müssen wir kurz über was reden, was man Initialisierung nennt. Initialisierung heißt, ich gebe einer Variablen erstmal einen Wert, den ich möglicherweise später verändern werde, aber ich will, dass sie erstmal überhaupt einen gültigen Wert hat. Was ist denn eine vernünftige Initialisierung für eine Jahreszeit oder für eine Zeichenkette? Einige von Ihnen werden es vielleicht schon wissen. Ja? String.empty, ja, also wir nehmen einfach den sogenannten, das ist genau richtig, aber es gibt eine einfache Möglichkeit, das aufzuschreiben, wir nehmen den sogenannten Leerstring. Wir setzen einfach zwei Anführungszeichen direkt hintereinander und das bedeutet, wir haben jetzt eine Zeichenkette vereinbart, die heißt Jahreszeit und deren Anfangswert ist einfach kein Text, stumm, nichts gesprochen. Was Sie jetzt hier noch sehen, ich hatte das in dem Beispiel vorher auch schon mal verwendet, ich habe jetzt direkt hinter die Deklaration
der Variablen gleich eine Zuweisung geschrieben. Ja? In der Zeile int m ist gleich scan.nextint habe ich das gemacht. Und in der Zeile String Jahreszeit ist gleich Leerstring habe ich das auch gemacht. Das heißt, man kann nicht nur eine Variablendeklaration machen, wo man schreibt Typ Leerzeichen Name, Semikolon, und danach eine Zuweisung, wo man schreibt Name ist gleich Ausdruck, sondern man kann das auch kombinieren. Und das ist dann, das schreibe ich jetzt hier einmal dazwischen einfach, das ist dann einfach Typ Name ist gleich Ausdruck. Das nennt man eine Variablendeklaration mit Initialisierung oder mit Zuweisung. Ja? Das ist jetzt dasselbe, als ob man es in zwei Zeilen schreiben würde. Okay, und das hier sind zwei Striche. Das ist ein Kommentar. Ich schreibe das nicht richtig. So. Okay, und jetzt wollten wir aber uns anschauen, wie das Jahreszeitenbeispiel mit Switch Case funktioniert. Da schreiben wir das Schlüsselwort Switch. Das heißt so viel wie schalte oder springe. Und schreiben hier den Wert rein, den wir überprüfen wollen. Und dann listen wir einmal diese ganzen Fälle auf. Und das geht mit dem Schlüsselwort Case. Und da schreibe ich jetzt für den Frühling zum Beispiel Case 3 Doppelpunkt. Was da oben in Klammern steht, werden wir gleich sehen. Was muss ich denn jetzt machen? Also, wir haben den Fall 3, wir haben die Monatszahl 3, die eingegeben wurde, und diese Switch-Anweisung setzt uns jetzt an der Stelle Case 3 ab und dort läuft das Programm weiter. Was muss denn da jetzt passieren, ja? Genau, da müsste man jetzt hinschreiben, Jahreszeit gleich Frühling. Was ist denn mit dem Case 4? Ja? Da müsste ich jetzt auch schreiben, Jahreszeit ist gleich Frühling. Es ist immer eine relativ gesunde Einstellung für Softwareentwicklung, wenn man faul ist. Das ist immer gut, weil Faulheit wenig Code produziert und wenig Code bedeutet wenig Wartungsaufwand. Das heißt, wenn wir in mehreren Fällen exakt dasselbe tun müssen, dann können wir diese Fälle zusammenfassen, indem wir sie einfach hintereinander schreiben. Ich kann jetzt hier also drunter schreiben, Case 4 und Case 5. Und schreibe erst jetzt, Jahreszeit ist gleich Frühling. Ja, also wenn wir in der Zeile Case 4 abgesetzt werden, läuft das Programm einfach weiter in die Zeile Case 5 und dann steht da Jahreszeit ist gleich Frühling und dann wird es ausgeführt. Wenn wir in der Zeile 3 abgesetzt werden, also Case 3, laufen wir auch bis Zeile 5 und dann steht da Jahreszeit ist gleich Frühling und die Zuweisung wird ausgeführt. So, dann geht es weiter mit Case 6, Case 7, Case 8. Ja, das hätten Sie mir jetzt haben Sie mir die schöne Dramaturgie kaputt gemacht. Ja, hier dahinter muss noch ein Break stehen. Das wollte ich Ihnen aber nachher erzählen, warum das so ist. Okay, also, Case 6, 7 und 8 wäre jetzt, Jahreszeit ist gleich Sommer. Und hier hinter steht auch ein Break. Das erkläre ich Ihnen gleich, was es damit auf sich hat. Case 10, Case 9, Case 10, Case 11.
Jahreszeit ist gleich Herbst. So, Case 12, Case 1. Sie sehen, die müssen nicht in der richtigen Reihenfolge stehen, ja? Und dann steht da, Jahreszeit ist gleich Winter und Break. Man kann diese Cases auch in eine Zeile hintereinander schreiben mit Doppelpunkten. Ich empfehle das nicht. Auch wieder wegen der Lesbarkeit und der Wartbarkeit und der Verständlichkeit. Schreiben Sie es untereinander, ein paar Zeilen mehr, machen an der Stelle das Kraut nicht fett. So, diese Switch-Case-Anweisung, die hat jetzt noch eine Eigenschaft, die kann auch einen sogenannten Standardfall abdecken. Das heißt, wenn keiner der Fälle, die wir vorher aufgeschrieben haben, der Fall ist, für den wir uns interessieren, also wenn wir einen Wert kriegen, der nicht in den vorherigen Fällen abgebildet wird, dann schreibt man Default, beziehungsweise dafür schreibt man Default, das ist der Default-Fall, und schreibt dann hier Jahreszeit ist gleich zum Beispiel unbekannt. Und Break. Und dann mache ich das Switch zu. So, jetzt müssen wir einmal kurz überlegen, was muss da oben in den Klammern drin stehen? Was ist denn das eigentlich, wonach wir umschalten? Ja? Das ist der Monat, genau. Das ist einfach unser M. Ja? Also da oben kann ein numerischer Wert drinstehen, beziehungsweise eine Ganzzahl. Eine gebrochen rationale Zahl geht nicht. Dort kann ein sogenannter Character drinstehen, also ein Zeichen. Und seit Java 7 auch eine, oder Java 8, ich glaube seit Java 7, auch eine Zeichenkette. Das soll ein M sein. Bei mir sieht das auch ordentlich aus. Das ist also genau der Monat, auf dessen Basis wir umschalten. So, was hat es jetzt mit dem Break auf sich? Oder wir beenden erstmal, wir geben jetzt mal noch die Jahreszeit aus. Ja? Ganz am Ende sagen wir dann, wenn das alles durchgelaufen ist, system.out.println Jahreszeit. So, Jahreszeit, hatte ich gesagt, ist vom Datentyp Zeichenkette. Wenn ich so eine Variable vom Typ Zeichenkette in dieses println hinten reinschreibe, dann wird nicht das Wort ausgegeben, sondern der Wert, der drin steht. Das heißt, die Jahreszeit, die wir oben in unserer Switch-Case-Anweisung dort reingeschrieben haben. Also da steht jetzt Frühling, Sommer, Herbst, Winter oder unbekannt. So, was hat es jetzt mit dem Break auf sich? Sie müssen sich so eine Switch-Case-Anweisung vorstellen, oder man kann sich das vorstellen wie so eine Autobahn. Man fängt an irgendeinem Autobahnkreuz, fängt man an zu fahren. Und dann stehen ja so alle Kilometer diese Kilometertafeln. Ja? Und wenn man jetzt über so eine Switch-Case-Anweisung fährt, dann wird irgendwie dieser Ausdruck ausgewertet und dann wird man an die Kilometertafel gebeamt, die diesem Ausdruck entspricht und fährt dort weiter. Ganz normal. Das heißt, man kommt auch an allen folgenden Kilometertafeln weiter vorbei. Ja? Das ist ja genau der Effekt, den wir uns hier zunutze machen, dass wir sagen, wenn der Monat 3 ist, dann laufe weiter am Fall 4 zum Fall 5 und weise dort die Jahreszeit Frühling zu. Und dort wollen wir aber nicht, dass es weitergeht. Wir wollen ja jetzt nicht, dass wenn wir den Case 5 verarbeitet haben, dass wir dann mit Case 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter weitermachen. Sondern wir wollen dann, dass wir natürlich an der Stelle jetzt rausgeschossen werden aus der Switch-Anweisung. Das heißt, das Break, das sorgt immer dafür, egal welches, dass man hinter die Switch-Anweisung kommt. Dahin kommt man jetzt. Ja, also immer wenn ein Break in der Switch-Anweisung auftaucht, heißt das, hier an der Stelle ist Ende.
und mach weiter hinter der schließenden Klammer. Hinter bedeutet eigentlich, wenn man es aufgeschrieben sieht, unter. Ja? Aber man spricht einfach hinter, weil man sich den Programmablauf wie so einen fortwährenden Fluss vorstellen kann. So, jetzt wieder was zum Thema Best Practices. Wenn Sie das aufschreiben, dieses Break vergisst man gerne. Und dann macht das Programm etwas völlig Unvorhergesehenes. Wenn Sie das aufschreiben, schreiben Sie zum Beispiel Case. Ich mache jetzt mal absichtlich ein Beispiel mit einer Zeichenkette. Case Java, Doppelpunkt, Break. So schreiben Sie das auf. Wenn Sie wissen, welche Fälle es gibt, schreiben Sie erstmal diesen Fall auf, Doppelpunkt, und schreiben direkt das Break dahinter. Die Anweisung, die in dem Fall ausgeführt werden soll, schreiben Sie erst danach. Also Sie machen dann vor dem Break natürlich einen Umbruch, wenn Sie dann weiterschreiben. Aber wenn Sie so eine Switch-Case-Anweisung aufschreiben, schreiben Sie sich erst einmal das Skelett. Das heißt Switch, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Dazwischen die ganzen Cases, zum Beispiel hier Case 3, Case 4, Case 5, Doppelpunkt Break. Case 6, Case 7, Case 8, Doppelpunkt Break. Case 9, 10, 11, Doppelpunkt Break. Case 12, 1, 2, Doppelpunkt Break. Default, Doppelpunkt Break. Dann haben Sie überhaupt noch keine Funktionalität. Aber das Skelett Ihrer Anweisung ist schon fertig. Sie haben erstmal eine syntaktisch korrekte Anweisung. Ja? Das ist jetzt einfach Best Practices, wie man solche Fehler vermeidet, dass man das Break vergisst zum Beispiel. Das schreiben Sie also immer als erstes auf und machen dann natürlich an dieser Stelle hier einen Zeilenumbruch, weil das Break ja die letzte Anweisung in dem Fall, in dem Case sein muss. Wer kann mir sagen, warum in dem Default Case auch ein Break ist? Vielleicht der vorwitzige Teilnehmer, der das vorhin bemerkt hat, dass es fehlt? Nein. Ist so ein bisschen abseitiger Grund. Ja? Nein. Da springt es. In Switch Case wird nicht zurückgesprungen. Es wird immer nur vorwärts gefahren. Wenn wir bei dem Autobahnbild bleiben, es wird immer vorwärts gefahren. In Schleifen kann man auch von der Abfahrt runterfahren, auf derselben Abfahrt wieder rauf in die andere Richtung. Ja? Jein, also es gibt keinen echten Grund, es muss da nicht stehen, man kann es auch weglassen, aber wenn uns jetzt später noch einfallen würde, dass das Jahr ja 13 Monate hat und nicht 12 und dass die 13. Jahreszeit genau unbekannt heißt, dann würden wir vielleicht dieses Default umbenennen in Case 13 und dahinter noch ein Default schreiben. Ja, damit wieder ein Default da ist. Also wenn wir irgendwann mal den Default Case umbenennen in einen Case, den es tatsächlich gibt, ist die Gefahr groß, dass wir vergessen, das Break hinzuschreiben. Und dann einen logischen Fehler ins Programm reinkriegen. Deswegen, es tut nicht weh, wenn es da steht, man schreibt es einfach immer hin. Auch wenn man es nicht braucht. Das dient jetzt einfach nur der Fehlervermeidung im späteren Umgang mit diesen Konstruktionen oder mit den Programmen, die man schreibt. So, jetzt noch ein paar Worte zum Thema Struktur. Ich hatte ja gesagt, ich mache immer diese Einrückung bei den Blöcken. Achten Sie darauf, dass Sie den Block immer einrücken. Der Block ist das, was zwischen den geschweiften Klammern steht. Die geschweiften Klammern gehören nicht zum Block dazu, sondern das, was dazwischen steht. Das rücken Sie einfach immer 2 bis 4 Zeichen ein. 4 Zeichen ist so ein ganz guter Erfahrungswert. Ich glaube, Eclipse macht das auch automatisch. Wenn Sie hinter einer geschweiften Klammer einen Umbruch machen, rückt er sowieso 4 Zeichen ein. Achten Sie darauf, dass Sie das tun, um einfach Ihr Programm selber zu verstehen. Ja, das ist eine der schwierigsten Übungen am Anfang, zu verstehen, was man da jetzt eigentlich aufgeschrieben hat. Und das Zweite ist, nutzen Sie Kommentare, diese doppelten Schrägstriche, und zwar in der Form,
Das werden Sie jetzt auf dem Übungsblatt, was da unten liegt, auch sehen. Überlegen Sie sich zuerst ein Konzept. In welchen Schritten soll das Programm vorgehen? Und schreiben Sie diese Schritte in natürlicher Sprache hinter Kommentarzeichen. Ja, also am Anfang steht da drin, lies X ein, lies Y ein, lies Z ein. Einfach drei Zeilen. Dann die vierte Zeile ist ein Kommentar, wo drin steht, vergleiche X mit Y. Die fünfte Zeile ist ein Kommentar, wo drin steht, vergleiche X mit Z. Und die sechste Zeile ist dann, wo drin steht, addiere 42 zu X oder irgendwie sowas. Ja? Also machen Sie sich vorher ein Konzept. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Man fängt intuitiv an, loszuprogrammieren. Dieses Vorgehen gewöhnen Sie sich am besten gar nicht erst an. Man nennt das die VHIT-Methode, vom Hirn ins Terminal. Versuchen Sie sich das nicht anzugewöhnen. Ich weiß, dass es anstrengend ist, erstmal Kommentare zu schreiben, aber Sie brauchen dann für ein Übungsblatt halt nicht 8 Stunden, sondern nur 4. Ja? Und das ist halt so auch, das sind auch so Best Practices. Also ich versuche Ihnen einfach so ein paar Dinge mitzugeben, die Ihnen so ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Ansonsten liegen hier vorne die Übungsblätter. Nehmen Sie sich eins mit, fangen Sie heute an, damit die Dinger zu lösen und nicht erst einen Abend vor Ihrer Übung, sondern hängen Sie sich rein. Das war alles, was ich Ihnen heute sagen darf. Danke.